Kaffee. Das goldene Getränk, welches in unserem Leben nicht mehr wegzudenken ist. 2 Milliarden Tassen werden tagtäglich weltweit getrunken. Eine Person gibt im Schnitt bis zu 100 Euro im Monat für den Wachmacher am Morgen aus. Und hey, vor einigen Jahren war ich ein absoluter Kaffee-Konnoisseur. Ich hatte meine eigene Mühle, teure Kaffeebohnen, ich habe jeden Schluck genossen und freute mich bereits am Abend auf den Kaffee am Morgen wie ein kleines Kind. Bis meine Freundin alles veränderte. Denn Kaffee hat ein dunkles Geheimnis. Dieses Geheimnis könnte insgeheim der Grund für deine Müdigkeit, deinen Stress und deine geringere Leistung sein. Ich werde dir verraten, wie der Verzicht auf Kaffee dein gesamtes Leben verändern kann. Doch fangen wir vorne an. Was viele nicht wissen, Kaffee ist die meistgenutzte bewusstseinsverändernde Substanz auf der Welt. Koffein blockiert unsere Adenosinrezeptoren. Koffein ist wie ein Türsteher, der plötzlich Adenosin nicht mehr in deinen Körper lässt. Und Adenosin hingegen ist wie das Schlafmännchen, was deinem Körper signalisiert, sich etwas zur Ruhe zu setzen, zu regenerieren und du wirst schläfriger. Doch Koffein lässt dies nicht zu. Deswegen fühlst du dich wach, auch wenn dein Körper müde sein sollte. Die Nerven reagieren mit Energie, dein Herz schlägt schneller, dein Blutdruck steigt, deine Muskeln ziehen sich zusammen, du bist ready für Action. Kaffee ist eine legale Droge und das ist mir lange zum Verhängnis geworden. Im September 2020 habe ich eine besorgniserregende Erkenntnis gemacht. Ich bin fucking süchtig. Doch so einfach war es nicht. Kurz zu mir, ich leite ein Unternehmen namens Erschaffe Dich Neu. Wir helfen Menschen ins Machen zu kommen. Und auf diesem Kanal helfen wir dir, dein Leben zu dominieren. Übrigens, wenn du nicht abonniert hast, dann wird's mal Zeit. Ich habe immer wieder viel zu tun, bin viel am Arbeiten. Stress und Müdigkeit sind ein Teil davon, dachte ich zumindest. Ich greife, wie immer, zum Kaffee. Und nebenbei sagt meine Freundin zu mir, hey, vielleicht bist du andauernd so müde wegen dem Kaffee. Lass es doch mal ein paar Tage bleiben und schau, wie es dir ohne geht. Wie kann sie nur? Nein, es ist nicht der Kaffee. Der Kaffee kann es nicht sein, denn Kaffee gibt mir. Kaffee nimmt nicht. Kaffee ist Gottes Werk. Und dann wusste sie genau, was zu tun ist. Klingt ein wenig so, als wärst du abhängig vom Kaffee. Als vollkommen reifer und erwachsener Mensch reagierte ich dementsprechend. Ich bedankte mich für ihre Meinung und wir gingen unsere Wege. Nein, natürlich nicht. Mein einziger Gedanke, der zeige ich's. Der zeige ich's, dass ich Kaffee nicht brauche, denn mein Ego war gekränkt. Was ich zu dem Zeitpunkt nicht realisierte, vielmehr wollte ich mich davon überzeugen, dass ich nicht abhängig bin von Kaffee. Der erste Tag fing wie jeder andere Tag an. Naja, ohne meinen Kaffee, den ich seit gefühlt 10 Jahren jeden Morgen trinke. Egal, ab an die Arbeit, mein Ding machen. Im Laufe des Tages bekomme ich leichte Kopfschmerzen, die irgendwie immer stärker werden. Aber ich denke mir nichts dabei, vielleicht nur schlecht geschlafen. Tag 2. Ich stehe mit starken Kopfschmerzen auf. Die Muskeln sind verspannt und ich denke mir, ah, was ist denn los? Aber okay, hey, versuchen wir einfach unserem Tag nachzugehen. Tag 3. Komischerweise wurde es nicht besser. Extrem starke Kopfschmerzen, verspannte Muskeln wie bei einer Grippe und ich fühle mich so müde, dass ich 2-mal am Tag einen Nap mache. Vielleicht bin ich krank? Aber hey, das kann doch nicht der Kaffee sein. Mit den Tagen kommt eine massive innere Unruhe hinzu. Die Müdigkeit bleibt. Ich muss am Tag 10, 12 Stunden schlafen. Mein ganzer Körper ist verspannt und trotzdem bin ich müde wie Sau. Ich kann mich auf nichts fokussieren. Als hätte ich Nebel in meinem Kopf. Arbeiten ist fast unmöglich. Ich fühle mich elend. Nachts wache ich um 4 Uhr auf, jedes kleinste Geräusch sendet einen Schock durch meinen Körper. Ich bin super reizbar. Im Supermarkt stehend bekomme ich wie aus dem Nichts Panikattacken, die ich noch nie in meinem Leben hatte. Das war der Punkt, wo ich realisiert habe, shit, mein Körper ist auf einem Drogenentzug. Ich habe in meinem Leben viele Dinge gemacht und ich habe in meinem Leben viele harte Dinge gemacht. Doch das war anders. Der Kaffeeentzug sollte meine härteste Challenge werden. Es dauerte Wochen, bis die Müdigkeit und die Verspannung langsam verschwanden. Es dauerte mehr als einen Monat, bis die innere Unruhe wegging. Und es dauerte mehrere Monate, bis mein Körper sich an die Realität ohne Koffein gewöhnte. Heute sieht die Welt ein wenig anders aus. Wenn ich mich mit meinem damaligen Ich vergleiche, habe ich heute einige Vorteile ohne Kaffee. Erstens, deutlich mehr Energie. Während Kaffee damals mein To-Go-Mittel für Energie war, ist meine Energie heutzutage stabiler. Es gibt weniger Crashs am Mittag, weniger Lows und weniger crashende Highs. Ich habe mehr konstante Energie, was mir deutlich mehr bringt. Ich kann länger am Ball bleiben und mehr erledigen. Mein Business ist in der Zeit gewachsen und ich habe mehr zu tun als jemals und habe trotzdem deutlich mehr Energie. Zweitens, weniger Müdigkeit. Eine Sache, die mir erst nach einigen Monaten aufgefallen ist, ich bin deutlich weniger müde, selbst wenn ich weniger schlafe. Damals hatte ich das Gefühl, dass ich Kaffee brauche, um wach zu werden. Morgens war ich immer müde und brauchte den Kaffee. Heute bin ich deutlich seltener müde, den ganzen Tag über. Drittens, weniger Stress.
Ich führe ein Unternehmen mit einem Haufen an Leuten und einem Haufen an Verantwortung. Ich bin praktisch 24/7 am Arbeiten und Stress spielt eine große Rolle in meinem Leben. Obwohl mein Alltag deutlich stressiger geworden ist im Vergleich zu früher, empfinde ich weniger Stress. Kaffee hat mich definitiv gestresster gemacht und deutlich reizbarer. Denn mein ganzes System war durchgehend im Fight-or-Flight-Modus durch Kaffee. Viertens, mein Körper ist deutlich sensibler für Stimulantien. Wenn ich heute einen Decaf-Kaffee trinke, wo kaum Koffein drin ist, werde ich massiv unruhig. Mein Körper ist enorm sensibel geworden im positiven Sinn. Baller ihn einfach nicht mehr mit Stimulantien voll. Weiß, ich lehne mich mit diesem Video weit aus dem Fenster. Doch was mir damals ein wenig die Augen geöffnet hat, ich wurde immer sofort defensiv, wenn jemand gesagt hat, ich sei abhängig vom Kaffee. Und seien wir mal ehrlich, das ist die Reaktion eines Abhängigen. Es war verrückt zu beobachten, wie stark ein so allgemein verharmlostes Mittel wie Kaffee mein Leben bestimmt hat. Und noch viel verrückter, es gibt viele Menschen dort draußen, denen Ähnliches widerfahren ist. Kaffee ist nicht so harmlos, wie jeder dort draußen behaupten mag. Und nein, ich habe keine 10 Tassen am Tag getrunken. Ich habe 3 Tassen am Tag getrunken, doch das seit Ewigkeiten, ohne Pausen. Wenn du dich jetzt fragst, wie kann ich vom Kaffee loskommen, dann möchte ich dir folgende Tipps geben. Erstens, beginne langsam. Fahr deinen Kaffeekonsum für eine Woche auf einen Kaffee am Tag runter, damit du es einfacher hast, einen Break zu machen. Zweitens, wenn du deinen Break beginnst, committe dich massiv. Es wird brutal schwer. Du musst dich committen, ansonsten gibst du sofort wieder auf. Auf eine Droge zu verzichten, und das ist Koffein, ist nicht einfach. Drittens, eigne dir an zu sagen, ich trinke keinen Kaffee. Das macht es mental einfacher, eine Grenze zu ziehen. Viertens, hab viel Wasser, Kopfschmerztabletten und relaxende Supplements ready, wie Ashwagandha oder L-Theanin. Die haben mir besonders bei Panikattacken sehr geholfen. Fünftens, mach es mit irgendeinem gemeinsam und haltet euch accountable, das macht es viel, viel einfacher. Sechstens, entferne Kaffee aus deinem Haus, das macht es dir einfach nur schwerer, wenn er direkt vor dir steht. Und siebtens, ersetze die Gewohnheit des Kaffees durch irgendetwas anderes, denn wie beim Rauchen wird dein Mund nach irgendwas craven. Was ich momentan mache, Tee ohne Koffein mit ein bisschen Zitrone. Heutzutage kann ich Kaffee trinken, ohne davon abhängig zu sein. Ich kann einen Kaffee trinken, ohne einen zweiten trinken zu müssen. Ich liebe den Geruch immer noch und manchmal würde ich morgens einfach gerne einen Kaffee trinken. Doch dir sollte bewusst sein, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der eine psychoaktive Substanz wie das Koffein sehr verharmlost wird. Auch wenn du jetzt vielleicht nicht unbedingt direkt auf den Kaffee verzichtest, so achte mal darauf, wie der Kaffee dein Leben beeinflusst. Übrigens, bist du abhängig von deinem Handy? Das liegt vermutlich am Dopamin. Hier habe ich dir ein Video verlinkt, wo du dir anschauen kannst, was Dopamin mit dir genau macht. In diesem Sinne, das war's von mir, deinem Dennis. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.